Es könnte ein echtes Highlight werden. Die Fans können sich freuen auf dieses Spiel und uns geht es nicht anders. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel im Nuevo Mirandilla. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Mbaba. Und er schießt. Noch ist die Chance da. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Schauen wir kurz auf die Startformation von Almeria. Leo Baptistão steht mit Adrian Mbaba auf dem Flügel. Und vorne setzen sie in dieser Partie heute auf lediglich einen Stürmer. Da wäre jetzt Platz. Lucas Perez. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Robertone. Ja, das könnte was werden jetzt. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Und sie können klären. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Warte. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, also auch kein Wunder bei der Distanz. Ja.
Guter Zweikampf. Kollegen bieten sich an. Ist gefährlich. Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ruben Sobrino! Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht raus. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Leo Baptistão. Das hat er nicht gut gemacht. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Akieme. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Da pfeift der Freistoß. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Sie lassen sie im Moment fast schon ungehindert kommen. Leo Baptistão. Gutes Tackling. Lucas Perez. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Leo Baptistão. Die Flanke jetzt. Wichtig, dass er den abblocken kann. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt die Flanke. Da klären sie erstmal. Da ist der Ball wieder weg. Na, no, das kann jetzt was werden. Den fangen sie ab. Schlussphase in diesem Spiel, in dem die Gastgeber momentan knapp hinten sind. Sie kommen noch nicht so richtig rein in diese Partie, liegen mit einem Tor hinten. Die Hoffnung ist natürlich noch da, aber sie zeigen eben ungewohnte Schwächen, sind zu halbherzig, zu nachlässig. Und wie schnell sich das rächen kann, sehen wir heute. Kann den Ball halten, schön gehechtet, macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion.
So, Ecke kommt. Keine echte Torgefahr. Er holt sich diesen Ball. Hernandez. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Pausenpfiff. Jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Leo Baptistão. Exzellentes Zweikampfverhalten. Platz auf außen. Da ist die Chance. Gefährlich jetzt. Der Ballverlust. Gefährlich, immer noch. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Robertone. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Jetzt der Ballverlust. Lucas Perez. Sehr gut aufgepasst. Muss Ecke geben. Sie werden hier wechseln. Die Ecke kommt rein. Ah, den muss er besser erklären. Alex Fernandez. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Steilpass kommt. Klasse vom Verteidiger, er blockt die Flanke ab. Und jetzt wollen sie wechseln. Der Ball kommt rein. Hernandez. Ja, sie können erstmal klären. Vorne jetzt die Balleroberung. Könnte der Ausgleich sein. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt.
Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Zweikampf 4 und das wird Einwurf geben. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Melero. Der Schuss jetzt. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Robertone. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt Negredo. Guter Spielaufbau. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Melero. Negredo. Negredo. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die Fans hoffen weiter. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel, aber sie greifen nochmal an. Kann jetzt über außen kommen. Und er gibt abseits, das war eng. Jetzt wird hier gewechselt. Pass wird abgefangen. Akieme. Mbaba. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Der Ball war ziemlich harmlos. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Lucas Perez hat jetzt Anspielstation. Vielleicht die Führung jetzt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Das macht er sehr gut. Leo Batistao. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.